Turek, fútbol hace 20 años. Alemania, camiseta blanca, contra el gran favorito, Hungría, en la final del quinto campeonato mundial, en Suiza. Los húngaros atacan sin cesar, pero sus adversarios reaccionan. Minuten später antworten die Deutschen mit einer Musterkombination. Wie am Schnürchen läuft der Ball von Fuß zu Fuß. Otmar flankt vor das Tor. Warlock ist da. Schuss nur noch 2:1. 20. Minute. Es kommt zu einer Ecke für Deutschland. Von Fritz Walter getreten, kurz der Ball über die Deckung und Rahn auf den Fuß. Tor 2:2. Zweite Halbzeit. Die Ungarn drängen mächtig auf ein Führungstor. Doch die deutsche Abwehr steht fest wie eine Mauer. Aber auch die Ungarn errichten ein Bollwerk in ihrem Strafraum. Ein atemloser Moment. Turek fällt. Pohlmeier rettet und Toni Turek bringt die Ungarn förmlich zum Verzweifeln. La sensación de Berna. A 4 minutos del final, empatados ambos equipos a 2, llega el desenlace. Rahn envía a la red un balón bien pasado. Por 3-2, la República Federal de Alemania se proclama por vez primera campeón mundial de fútbol. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.